Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Folge How to Skat. Heute einmal mit einem kleinen Erklärbär-Video, denn ich habe eine Anfrage bekommen von Benny, der möchte gerne ein bisschen Hintergrundinformationen zum berühmt-berüchtigten Farbspiel ohne Elf. Also mit was für einer Karte wird man so ein Spiel machen? Sollte man überhaupt so ein Risikospiel machen? Und wenn man es dann schon macht, warum dann nicht gleich den Grang ohne 4? Das sind so die Fragen und ich habe mir überlegt, ich zeige einfach mal die aus meiner Sicht prototypische Kartenkonstellation für ein Farbspiel ohne 11. Die ist nämlich immer sehr ähnlich. Ihr solltet typischerweise drei Viererlängen im Blatt haben. Das ist dann nämlich auch die Begründung, warum ihr kein besseres anderes Farbspiel zusammenbekommt. Logischerweise könntet ihr mit so einem Blatt jetzt auch Karo Pik oder Herz spielen, allerdings brennen euch dann möglicherweise die Vollen an, das heißt, da müsst ihr Glück haben, dass ihr die irgendwie verstechen könnt. Das Farbspiel ohne 11, der Kreuz, ist hier einfach die sicherere Wahl, denn da drückt ihr dann einfach zwei Volle. Könnt natürlich genauso die Asse drücken, ist rein von der Optik her. Ich bin da so ein bisschen alte Schule, dass ich lieber die Zehner drücke, um nichts zu verraten. In dem Fall ist es natürlich völlig egal. In dem Moment, wo ein Ass gestochen wird, seid ihr sowieso verloren. So, dann macht ihr bei eurem Kreuz ohne 11, wenn es gut läuft, einfach diese drei Stiche mit den drei Assen. Das sind dann zusätzlich zu den 20 gedrückten, steht ihr dann auf 53. Deswegen ist es dann so wichtig, dass ihr auch noch so ein paar Luschen hier im Blatt habt, damit ihr ein paar Pflichtbilder bekommt. In Karo etwa, wo ihr die drei Luschen selber habt, bekommt ihr automatisch Dame und König. Und in Pik, wo ihr zwei Luschen habt, bekommt ihr auch die Dame dazu. Das heißt, ihr kommt auf 63, ohne dass die Gegenspieler etwas dagegen tun können. Ihr könnt das Spiel natürlich auch wagen, wenn ihr hier statt der Pik-Lusche noch einen König oder eine Lusche habt. Dann allerdings braucht ihr eben in einer der anderen Farben noch ein extra Auge. Entweder hier die Karo 10 oder den Herz-König. Oder wenn ihr hier die Pik-Dame habt, den Pik-König. Dann lang gegebenenfalls diese drei Stiche nicht. Das Risiko sollte euch einfach bekannt sein. Zweite Frage, warum dann nicht gleich den Grang ohne 4? Da gibt es im Prinzip zwei Aspekte. Erstens mal, der Kreuz zumindest oder auch der Pik ohne 11 sind natürlich teurer als der Grang ohne 4. Das heißt, ihr bekommt für euer hohes Risiko auch noch ein paar extra Punkte. Das eigentlich gewichtigere Argument ist aber sicher, dann, wenn ihr nicht in Vorhand sitzt mit der Karte, sondern in Mittel- oder in Hinterhand, dann ist der Kreuz einfach sicherer als der Grang. Denn beim Grang kann ja auch mal Kreuz auf den Tisch kommen. Und diese Fehlfarbe, die ihr nicht habt, kann ja nicht gleichmäßig verteilt sein, da euch sieben Kreuzen fehlen. Das heißt, nachdem die Kollegen dann drei Runden Kreuz gespielt haben, kann einer von ihnen zwangsläufig noch den siebten Kreuz auf den Tisch legen, woraufhin der andere Spieler eine blanke Karte in einer von euren drei Assfarben entsorgen kann. Dann läuft das Ass plötzlich nicht mehr und ihr verliert den Grang, wo ihr das Farbspiel ohne 11 sicher gewonnen hättet. Einen anderen ganz interessanten Aspekt habe ich noch mal versucht zu beleuchten, um hier noch mal ein bisschen Feuer reinzukriegen. Einfach mal die Frage in die Runde: Wie viel Augen maximal könnt ihr denn eigentlich bei einem Farbspiel ohne 11 erreichen? Mal kurz drüber nachdenken, könnt es auch an den Fingern abzählen. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Ich löse auf. Logischerweise könnt ihr nicht die 36 Augen in Trumpf machen, die, wenn ihr keinen einzigen Trumpf habt. Aber ihr könnt theoretisch alle anderen Punkte machen. Also 84 Augen ist möglich, wenn auch sehr unwahrscheinlich, dann werdet ihr sicher auch vier Stiche brauchen. Wie könnte eine Verteilung aussehen, mit der ihr beim Farbspiel ohne 11 auf 84 Punkte kommt? Das ist auch dann gleich die Begründung, warum das so selten ist. Kein normaler Mensch würde sicher auf die Idee kommen, mit so einem Blatt dann das Farbspiel ohne 11 zu machen. Ihr solltet dann vielleicht sowas wie zwei Fünferlängen haben, wo jeweils 10 König fehlt und in der anderen Farbe etwa Ass und 10. Dann könntet ihr natürlich immer noch den Kreuz spielen, wenn ihr ja ausgesprochen risikofreudig seid oder es euch oder irgendjemand beweisen wollt und womöglich sogar dann hier nur die 6 Augen drücken, zwei Damen. Wenn dann jeweils Pik und Karo 10 und König auseinandersitzen, macht ihr hier 50 Augen, 56 in Herz, die 21 und wenn es richtig gut kommt, sitzen halt die beiden Herzbilder blank, dann macht ihr das Maximum von 84 Augen.
Schließlich und endlich, wem das noch nicht verrückt genug ist, dem sei mein eines Video empfohlen. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, welches das war. Da könnt ihr mir vielleicht nochmal helfen. Sucht mir das mal raus, dann schreibe ich es unten in die Beschreibung oder verlinke das hier nochmal. Es gibt die ganz harten Spieler, die darauf bauen, einmal in ihrem Leben zumindest ein Farbspiel ohne Elf aus der Hand zu gewinnen. Und das ist insofern natürlich irrsinnig, als da unglaublich viele Risiken drohen. Das größte Risiko ist an sich, dass dann du das Spiel gewinnst und dann liegt ein Trumpf drin. Und dann war es nichts mit Handspiel ohne Elf. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. In dem Einspiel, wo ich es versucht habe beim Rocket, da wurde ich angestachelt von Christoph, der hier neben mir saß, und er sagt, ja, dann mach's doch. Und ich so, nein, das ist ja Irrsinn. Und er so, naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich gesagt, klar, beim Rocket, wo es sowieso nur so eine kurze Distanz ist und volles Risiko, dann mache ich das mal. Bei mir lag zumindest kein Trumpf drin. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, ich konnte das Spiel hinten und vorne nicht gewinnen. Und würde mich jetzt noch interessieren, der Gesichtsausdruck von dem Spieler in Hinterhand, der mir im Aufschlagstich mein erstes Ass absticht, danach eine blanke Karte ausspielt, die dann plötzlich wohl sicher zu seiner Überraschung von Vorhand gestochen wird. Logisch, das war eine von meinen Viererlängen, zwei davon lagen im Skat. Da gab es natürlich großes Gelächter, ein bisschen langes Gesicht, aber so schön ist Scheitern eben nur beim Skat. Dann hoffe ich, Benny, dass ich all deine Fragen beantworten konnte. Wenn nicht, schreib mir einfach nochmal in die Kommentare, dann holen wir das noch nach. Bedanke mich bei allen Zuschauern, wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, gut Blatt.